Ja gut, Thalerseits, ihr seht den Freunde fürs Leben Bartok. Und bei mir ist jetzt die Menschenrechtsaktivistin, Journalistin und Sozialunternehmerin Düzen Tekkal. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich live zu sehen. Ich bin mit dir aufgewachsen. Schön, dass trotzdem was aus dir geworden ist. Vielleicht gerade deswegen. Werden wir jetzt gleich feststellen. Ja, schauen wir mal. Ja, so cool, dass du bei uns dabei bist und den Spaß hier mitmachst. Weil wir sind schon lange Fans von deiner Arbeit und interessieren uns auch sehr für dich als Mensch. Danke. Von daher höchste Zeit für dieses Gespräch. Dankeschön. Steigen wir direkt mal in deiner Kindheit und Jugend ein. Deine Eltern sind in den 70er Jahren, deine kurdischstämmigen Eltern, muss man sagen, sind in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen. Und du bist mit 10 Geschwistern dann in Hannover aufgewachsen. Mhm. Wie darf man sich das Szenario am Esstisch der Familie vorstellen? Laut, auf jeden Fall gierig, würde ich sagen. Es gab immer, und bis heute leider hält das ein, ist ein Relikt aus der Kindheit, Futterneid. Dass man immer Angst hatte, nicht genug zu bekommen. Und wir Mädels standen unseren Brüdern da in nichts nach. Also wir hatten auch immer einen gesegneten Appetit und es wurde in großen Töpfen gekocht. Und ja, das war halt Leben. Und es ist immer noch so, wenn so ein ja, reichlich belegter Esstisch, der löst halt was aus in mir. Der erinnert mich immer an meine Kindheit. Und ich habe es geliebt, wenn es nach Essen gerochen hat, weil das hatte auch immer was von Frieden. Denn unsere Welt war auf der anderen Seite auch immer unruhig, bedroht, im Ausnahmezustand. Und wenn es was zu essen gab, dann war wirklich kurz Frieden, obwohl es so laut war. Aber es war trotzdem eine Gemeinschaft und man saß nie alleine am Tisch. Also es kamen immer Leute dazu, unangemeldet wohlgemerkt. Also bei uns war das nicht von wegen, ja, kann ich mich anmelden oder dürfte ich vorbeikommen zum Essen, sondern die Tür war immer auf und dann kamen die Freunde von Freunden, von Geschwistern und dann wurde aufgeteilt. Warst du persönlich eher bei der leisen oder bei der lauten Fraktion? Laut auf jeden Fall. Ja, was nicht so ganz einfach war für die Geschwister, die leise waren, das habe ich erst Jahre später erfahren. Weil wenn man laut ist, dann ist man ja eher auf sich konzentriert als auf die anderen. Mhm. Das muss man einfach selbstkritisch zugeben. Das habe ich auch erst viel später reflektiert. Aber die, die leise waren, die hatten Herausforderungen bei uns in der Familie. Ja, ja. Na klar. Ja. Aber trotzdem, das klingt ja so, dass so eine große Familie auch eine Menge Geborgenheit eingibt. Ja, das war immer heile Welt. Und das ist, glaube ich, so etwas, was ich auch mitgenommen habe bis heute. Dass irgendwie alles immer gut geht am Ende des Tages. Weil es gab auch genug Probleme. Also es war jetzt nie heile Welt im Sinne von, dass wir nichts auszutragen hatten oder dass es keine Probleme gab, sondern die Herausforderungen waren da. Und ich musste immer an diesen Satz denken, auch unter einem Damoklesschwert kann man sich's wohnlich machen, muss man sich's wohnlich machen. Und das lag natürlich auch an der Situation meiner Eltern. Wir waren Residenzflüchtlinge. Mhm. Unser Bleibestatus war gefährdet. Die Sicherheit hatte ein Fragezeichen. Das Aufenthaltsrecht. Also es waren sehr viele Fragezeichen. Es waren keine Sicherheiten oder Gegebenheiten, sondern es war immer, genießt es. Es könnte das letzte Mal sein. So ein bisschen. Ja, verstehe. Und letzte Mal im doppelten Sinne. Es gibt auch so ein kurdisches Sprichwort, solange es was zu essen gibt, ist davon, weil morgen könnte es schon wieder anders sein. Hm. Und ich finde, das passt so ein bisschen dazu, wie wir auch aufgewachsen sind. Wie wurde denn von außen auf euch geschaut? Teilweise wirklich verächtlich. Das ist das erste Wort, was mir dazu einfällt. Komisch, aber wahr. Denn wir waren viel und manchen waren wir zu viel. Also sozusagen auch in der Anzahl der Familienmitglieder. Im Auftreten. Und dann haben wir es ja auch noch gewagt, selbstbewusst zu sein. Und das hat die Leute natürlich überfordert, bis hin zu konfrontiert. Ja. Und in der Außenbetrachtung, wenn ich uns so beobachten würde, weiß ich gar nicht, wie ich auf uns gucken würde. Weil da waren ja noch Tanten, da waren Onkels, dann haben wir grüne Wiesen besetzt, wir saßen dann da, dann wurden Hähnchenflügel gegrillt, dann wurde das Brot ausgepackt, dann wurden die Zwiebeln geschnitten. Was ich aber daran liebe, und das hört man vielleicht raus, war, dass wir uns eigentlich wenig daraus gemacht haben, wie die Leute uns finden. Wir haben einfach unser Leben gelebt. Und manchmal kamen aber auch Leute vorbei, die gefragt haben, hey, kann ich euch einen Hähnchenflügel abkaufen? Haben wir echt erlebt. Und mein Onkel hat dann immer gelacht und hat gesagt, was kaufen, verkaufen? Setz dich und iss was, aber du musst dafür nichts bezahlen. Also die Leute waren auch fasziniert. Und wir haben das Glück gehabt, ich bin in Hannover-Linden groß geworden. Das war halt in Anführungsstrichen Multikulti. Also da war so ein Jahr zu Vielfalt. Und trotzdem hat man natürlich auch das Gegenteil manchmal erlebt. Das ist ja ganz klar. Aber alles in allem waren das immer so zwei Welten. Ich hatte so das Gefühl, wenn ich auf der grünen Wiese saß, sah ich in Kurdistan und im Jesidentum. Und wenn ich zum Kiosk ging, um mir ein Himmijimmi zu holen, so ein Eis, ein richtig leckeres, da war ich dann wieder in Deutschland. Hab dann im perfekten Deutsch mein Eis bestellt und so, also was heißt so getan? Ich war dann halt die Deutsche. Ja, so. Aber wenn ich dann wieder auf der Wiese saß, war ich halt wieder die kurdisch-jesidische Tochter.
So, es waren immer zwei Welten. Mhm. Und ich kann mich erinnern, es war auch sehr links sozusagen in unserer Gegend. Und da war die Goseriede. Und da sind damals die abstürzenden Brieftauben, haben da geprobt. Super und, Band. Genau, und wir Mädels, also ich und meine Cousine, sind dann heimlich immer dahin. Und wir wussten, oh Gott, wir dürfen eigentlich gar nicht in diese Welt. Da sind ja nur Männer. Und wir beiden jungen Mädchen saßen dann da und haben fasziniert zugeguckt, wie die da musizieren und proben. Und dann sind wir wieder zurück auf diese Wiese und dachten nur so, boah, wenn das unsere Eltern wüssten, wo wir gerade waren. Und dabei haben wir ja gar nichts Schlimmes gemacht. Aber es waren schon immer verschiedene Welten, die aufeinander getroffen sind. Wussten das eure Eltern dann irgendwann? Ja, auf jeden Fall. Die haben das dann irgendwie mitbekommen. Und natürlich sind wir dann auch manchmal konfrontiert worden, ne? Weil wir waren halt so Vagabundinnen. Also wir haben schon auch immer Grenzen ausgetestet. Und haben schon geguckt, was das Leben so bietet. Und also für mich war von Anfang an klar, also ich hatte schon immer einen sehr ausgeprägten Freiheitsgeist, dass ich mich nicht beschränken lasse, auch nicht von meiner eigenen Kultur. Und ich musste sehr schnell diesen Freiheitsmuskel entwickeln, weil ganz vieles war nicht erlaubt. Also ich durfte vieles nicht als kurdisch-jesidische Tochter. Ja. Und ich weiß noch, ich habe immer ganz oft gehört, das darfst du nicht. Deswegen bin ich bis heute total empfindlich gegen das darfst du nicht oder das geht nicht. Weil ich habe ja das Gegenteil daraus gemacht, glaube ich. Und diese Grenzen, die habe ich nie als meine Grenzen wahrgenommen. Aber dazu gehörte sehr viel Kraft und Widerstand. Ja. Also das war ja gefühlt so eine ganze kollektivistische Kultur, die mir da entgegenstand. Und ich würde im Nachhinein sagen, das war mein erster Kampf. Mein Kampf gegen meine eigene Kultur. So wie ich das verstehe, haben eure Eltern euch aber auch unterstützt. Also für die war klar, wenn es die Möglichkeit gibt, ihr macht Abitur, mhm. ihr studiert, mhm. hast du dann ja auch gemacht. Ne? Genau. Du hast deinen Master in Politik und Germanistik gemacht mhm. und bist dann, hast journalistisch gearbeitet. Genau. Und das haben die aber immer unterstützt. Genau, es ist ja immer ambivalent, es sind ja immer Parallelwahrheiten. Das sind ja trotzdem liebende Eltern, mhm. selbst wenn es auch in meinem Umfeld zu Zwangsverheiratungen gekommen ist. Das kann man irgendwie gar nicht so richtig erklären. Wenn man das nur so eindimensional macht. Aber wenn man das erklärt, nämlich, dass man aus einem Kulturkreis kommt, der kollektivistisch geprägt ist, dass man Angst hat vor Entwurzelung, dass es eine jahrhundertelange Verfolgung gibt, die auch Elternteile dazu zwingt, förmlich zu sagen, hey, es ist wichtig, dass ihr unter euch bleibt. Es ist wichtig, dass ihr nicht vergisst, wo ihr herkommt. Dann kann man sowas im Nachhinein auch nachvollziehen. Und deswegen waren das immer Gegensatzspannungen, von denen ich umgeben war. Und ich bin so dankbar für meine Eltern, insbesondere dieser Tage, weil ich mit so vielen Menschen zu tun habe, die diese innere Freiheit nicht entfalten können, weil sie immer von schlechten Gewissen geprägt sind, von Angstpädagogik, von Sozialisation und Erziehung, die da sagt, das darfst du nicht, das kannst du nicht, was moralisch extrem überladen ist. Und ich merke jetzt erst, wie frei meine Eltern innerlich waren. Also obwohl die aus so einem krassen Kulturkreis kamen und verfolgt werden, seitdem es sie gibt, wenn ich an meine Mutter denke und auch an meinen Vater, dann sind das für mich so die größten Vorbilder. Ich kann es nicht anders sagen, weil die waren immer großzügig, die hatten immer ein großes Herz. Meine Mutter war immer selbstbewusst. Die hat dann auch Männerrunden, hat die dann aufgeschmissen, wenn ihr was nicht gepasst hat, hat sie ihre Meinung gesagt. Ich kann mich erinnern, dass Männer eingeschnappt aufgestanden sind, gegangen sind, weil meine Mutter ihre Meinung gesagt hat. Und dann meinte meine Mutter, da ist die Tür, dann geh doch. Ne? Also das war so etwas, was ich nie als negativ empfunden habe, sondern das für sich Einstehen wurde mir eigentlich vorgelebt. Und auch mein Vater, der ja gekämpft hat für Bleiberecht und der bis heute sagt, dass er Menschenrechtsaktivist ist und Menschenrechtsberater, hat er sich dann mal selber den Namen gegeben. Und ich fand das so zuckersüß, weil da so eine ganz tiefer Wahrheitskern drin steckt. Und er hat immer auch gesagt, ich kämpfe für Frauen, für Männer, für meine Töchter, für meine Söhne und für alle anderen. Und der Muskel, den wir vermittelt bekommen haben, war, wenn jemand Hilfe benötigt, dann seid ihr da. Und dann fragt ihr auch nicht, wo kommt der her, welche Religion hat er. Und es hatte sich rumgesprochen bei meinem Vater, dass er erfolgreich war, was Bleiberecht anging. Und dann haben bei uns Iraner geklingelt, die unter dem Schah-Regime gelitten haben, damals geflohen sind. Muslime, Jesiden, Kurden. Also es war wirklich alles dabei. Und jeder, der bei uns an die Tür geklopft hat, der wurde reingelassen. Das heißt, es gab auch kein Misstrauen. Da war nicht nach dem Motto, wir haben Angst vor Menschen. Und ich glaube bis heute, dass das unsere größte Stärke ist, dass wir keine Angst haben vor Menschen. Sondern dass wir, egal was uns passiert ist, und wir haben sehr viel erlebt, auch sehr viel Drangsalierung, Entrechtung, Unsichtbarmachung unserer Herausforderungen, weil unsere Täter sozusagen auch Opfer waren, ja, in anderen Kulturkreisen. Und unsere heile Welt wurde ja immer von allen Seiten bedroht. Also die Herkunftsregion, aus der wir kamen, und eben die Mehrheitsgesellschaft, in Anführungsstrichen. Und die größte Stärke besteht hoffentlich darin, dass wir die Betroffenheit, dass sie über
sozusagen das Engagement über den eigenen Schmerz hinausgeht. Und das versuchen wir heute auch weiterhin vorzuleben, in nicht einfachen Zeiten, logischerweise. Aber das ist etwas, was Mama und Papa uns beigebracht haben. In dem Zusammenhang ist das Jahr 2014 ein sehr, sehr wichtiges Jahr für dich und deine Familie. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in dieses Jahr, was da passiert ist. Es klingt makaber und brutal, aber plötzlich wurde eine Geschichte erzählbar, für die sich nie jemand interessiert hat in dieser Welt. Nämlich die Geschichte meiner Religionsgemeinschaft, die bis dato keiner kannte. Dass ich Jesidin war, das haben viele gar nicht verstanden, was das bedeutet. Und die IS-Mörderbanden haben durch ihren Terror, den sie sozusagen auch digital begangen haben, schlagartig dafür gesorgt, dass die Weltaufmerksamkeit sich darauf gerichtet hat. Und das war zu der Zeit, wo beispielsweise IS-Milizen und Kämpfer und Mörderbanden, es waren keine Kämpfer, es waren Mörderbanden, eingefallen sind in irakische Siedlungsgebiete, wo Jesiden waren, die Heimatregion der Jesiden in Sinjar, und das Massaker, das Morden begonnen haben, also wirklich terroristisch, das hatte nichts mehr mit Krieg zu tun. Innerhalb weniger Minuten wurden Kinder zu Vollwaisen, unsere jesidischen Männer wurden enthauptet, die älteren Frauen wurden sofort erschossen, wie bei einer Einsatzgruppenerschießung wurden die Männer übereinander gelegt, das Feuer wurde eröffnet, die jungen Frauen wurden auf Toyotas entführt und versklavt und verkauft, beispielsweise in Mosul auf Sklavenmärkten. Unsere jesidischen Kinder, vor allem die Jungs, wurden als Kindersoldaten missbraucht, indoktriniert. Kein Mensch hat für möglich gehalten, dass das noch mal passieren kann in unserer Welt im 21. Jahrhundert. Und zur Wahrheit gehört auch, dass das nicht der einzige Schmerz ist, sondern dass wir parallel in Welten leben, wo es ganz viele Völkermorde gab und gibt, von denen nie jemand erfahren wird, weil sich niemand dafür interessiert. Aber das waren meine Leute. Das waren meine Leute, die dort sozusagen entmenschlicht und enthauptet worden sind. Und für mich war klar, also das war eine Zäsur. Also auch ein Zivilisationsbruch in unserer eigenen Welt einerseits. Und andererseits, und das kennen, glaube ich, marginalisierte Gruppen, die Minderheiten in der Minderheit sind, war es leider etwas, worauf wir auch gewartet haben. Also es war, das meinte ich mit dem Ausnahmezustand, wie wir aufgewachsen sind, weil es war klar, dass wir als Jesiden und Jesidinnen immer im Ausnahmezustand sind und dass wir eigentlich auch ein Leben aufgebaut haben, was mich so traurig macht, wenn ich jetzt an meine Kindheit denke, wo wir ein Misstrauen mitentwickeln mussten. Und ich bis heute das Gefühl habe, wenn ich rausgehe, dass ich von Scharfschützen umgeben bin, weil ich immer wusste, dass wir uns auf keine Mehrheit verlassen können. Das heißt, wir mussten uns unabhängig machen. Und die Jesiden im Irak waren schutzlos. Also die durften sich nicht verteidigen, auch nicht mit Waffengewalt. Sie wurden im Stich gelassen von denjenigen, die sie hätten verteidigen können. Und die Verteidigungseinheiten damals sind abgehauen. Und das möchte ich insofern nicht nur verurteilen, weil wer bin ich, das zu verurteilen, wenn jemand Angst um sein Leben hat? Aber die Jesiden konnten nirgendwo hin. Die waren sozusagen ihrem Schicksal ausgeliefert. Und dieser Schmerz hat sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Und es gibt gerade mal 1 Million weltweit. Und die Genozidabsicht und der Völkermord, deswegen bin ich auch immer so empfindlich, wenn Leute sofort von Völkermord reden, weil diese Genozidabsicht, also ich komme aus einem Volk, was Völkermord durchlaufen hat. Ja? Und das ist wichtig, da genau hinzugucken. Und dass das nachgewiesen worden ist, war keine Selbstverständlichkeit, weil es wurde gemordet, seitdem es uns gibt. Und niemand hat sich für uns interessiert. Und das war das erste Mal, dass dem Schicksal Aufmerksamkeit geschenkt worden ist und der Straflosigkeit dann ja auch in Deutschland ein Ende gesetzt worden ist. Dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Aber zurück in den Irak, ich sah diese Bilder und ich war in Niedersachsen, aber ich war auch im Krieg. Also ich konnte ja nicht so weitermachen. Ich konnte ja nicht einfach einen Kaffee trinken, einkaufen gehen, während unsere Leute umgebracht werden. Und es gibt gerade mal 1 Million Jesiden weltweit. 1 Million Jesiden weltweit. Und das Ziel der IS-Mörderbanden war die Auslöschung. Es war die Auslöschung. Und diese Genozidabsicht, wie gesagt, ist nachgewiesen worden von den Vereinten Nationen, von Ländern, juristisch, vor Gerichten. Und ich habe nur gedacht, was tun? Also du kannst ja jetzt nicht so weiterleben. Du musst was tun. Und das liegt natürlich zu der Zeit im Himmelfahrtskommando. Das war wenige Wochen, nachdem James Foley enthauptet worden ist. Man hat diese Bilder gezeigt. Terror will Angst und Schrecken verbreiten. Das sehen wir dieser Tage auch. Und das hat funktioniert. Und dann zu entscheiden, dein sicheres Deutschland hinter dir zu lassen und genau an den Ort zu fahren,
der damals der gefährlichste Ort der Welt war. Es gab gar keine Fluggesellschaften mehr, die da hingeflogen sind. Die Lufthansa ist da zu der Zeit nicht hingeflogen, Austrian Airlines nicht. Und ich habe dann noch einen Turkish Airlines Flieger bekommen. Und habe dann eigentlich, glaube ich, die größte Entscheidung meines Lebens getroffen, würde ich sagen, im Nachhinein. Das war mein Life-Changing-Moment. Und es gab nur eine Person, die da alles verstanden hat und mitgekommen ist. Und das war mein Vater. Ihr seid dann beide in diese Region und habt einen Film gemacht. Ja. Der Antrieb war, weil es deine Leute sind. Genau. Und du da nicht mehr zugucken konntest. Was ja auch eine Komponente hat, die nicht nur egolos ist, ne? Ja. Weil ich bin ja in Ruanda, bin ich nicht aufgestanden, Balkankonflikt auch nicht. Mhm. Das waren meine Leute und deswegen habe ich dann so reagiert. Ich habe daraus Lehren gezogen. Ja. Und bin froh, dass wir heute eine Menschenrechtsorganisation haben, die für alle Religionen und Nationen da ist. Aber das war ein Prozess bei mir. Und es ging auch nicht anders, weil wer interessierte sich denn sonst für die Jesiden, wenn nicht wir selber? Wenn du jetzt zurückguckst, hat sich da was in der Wahrnehmung geändert, der Leute, die vorher überhaupt nichts davon wussten? Du bist ja dann auch, du hast einen Vortrag bei der UN gehalten, du hast genau, das Thema dahin gebracht. So. Ja. Bundestag. Ja. Der Hilferuf ist angekommen. Okay. Und wenn es etwas gibt, wofür ich dankbar bin, und das soll nicht pathetisch klingen, selbst wenn ich morgen diese Welt verlassen würde, dann wäre das, dass wir dafür gesorgt haben, wir Schwestern, 5 Frauen, dass Deutschland erfährt, was den Jesiden passiert ist. Dafür haben wir mitgesorgt, glaube ich. Und infolgedessen eben auch der Straflosigkeit ein Ende zu setzen, weil sich darauf bezogen wurde. Und das war ja mein Antrieb von vornherein, dass ich gesagt habe, ich als Deutsche, ich als Europäerin, ich als Jesidin will der Welt zeigen und meinen Landsleuten, was dort passiert ist mit uns. Durch meine deutsche Brille, nicht nur durch die jesidische. Ich will euch zwingen, hinzugucken, was dort passiert, nur weil wir Jesiden sind. Und mit diesem Film und diesem Schmerz und dieser Wut und der Kraft, das war ja alles auf einmal, bin ich ja dann zurück nach Deutschland. Und dann wurde der Film im Bundestag gezeigt und das war, glaube ich, ein Gamechanger auf jeden Fall. Okay. Weil du deine Schwestern, deinen Vater erwähnt hast, wie wichtig ist es, dass du da nicht als journalistische Einzelkämpferin hin bist, sondern das in diesem Familienkontext machen konntest? Ich glaube, es ging gar nicht anders und wir leben ja in Zeiten, wo Neutralität so überbewertet wird, was auch immer das sein mag. Ich finde das schwierig, gerade im Kriegskontext, wenn es drauf ankommt. Und für mich war von vornherein klar, egal was ich mache, ich muss den Drehprozess so ehrlich wie möglich gestalten. Und selbstverständlich war ich keine neutrale Journalistin. Das waren ja meine Leute. Und diesen Drehprozess habe ich in dem Film offengelegt. Also ich habe die Menschen mitgenommen und habe auch genau die Szene beschrieben, wo ich gesagt habe, ich bin keine Journalistin mehr. Ich bin jetzt einfach Aktivistin. Und ich bin dort über Nacht zur Aktivistin geworden. Also Hawar und so weiter gab es ja noch gar nicht. Ja. Und für mich war klar, du bist jetzt mehr als Journalistin. Du bist jetzt Mensch, Menschenrechtsaktivistin. Du kannst gar nicht anders, weil mich die Begegnung mit den Menschen mir meine Aufgabe gegeben hat. Man kann es nicht anders sagen. Das war zu wenig. Ich konnte nicht nur Journalistin sein, kurz mit denen drehen und sagen Tschüss. Das ging ja nicht. Wie ist es seitdem in eurer Familie? Bekommt ihr das noch getrennt? Aktivismus auf der einen Seite und einfach so Schwestern sein? Wir mussten uns dafür Hilfe holen. Es hat Jahre gedauert, bis wir festgestellt haben, dass wir in so einem Che Guevara-Syndrom gelandet waren. Kämpfen, um zu überleben. Auch mit verheerenden Folgen. Und ich kann mich an so Situationen erinnern, wo meine Schwestern mich so sorgevoll betrachtet haben. Und ein Einsatz meiner Schwester, die gesagt hat, wenn ich gewusst hätte, was für einen persönlichen Preis du dafür zahlst, hätte ich auf all das verzichtet. Und das war für mich ein Moment, wo ich dachte, Scheiße, ich bin einfach kein Vorbild mehr für meine Schwestern. Und auch für mich nicht als Mensch. Und wie kann ich denn für die Menschenrechte aller kämpfen, wenn ich mich selber dabei verliere? Das ist eine schlechte Rechnung. Ja. Und ich habe mir Hilfe geholt und dann war ein Mantra, auch wenn das oberflächlich klingt, weder Schönheit noch Gesundheit opfern für Aktivismus. Ja. Und mit Schönheit meine ich auch innere Schönheit. Und da muss man aufpassen in diesem Kontext, wenn man immer nur mit leidgekoppelten Themen zu tun hat, dass das nicht in dich selber hineinzieht. Und tatsächlich ist das ein Lernprozess auch gewesen, auch durch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und da haben mir auch die Überlebenden sehr viel beigebracht. Mhm. Das kann man nicht anders sagen. Nämlich auch, dass das schlechte Gewissen nichts nützt, weder den Lebenden noch den Toten. Ich habe mich dann trotzdem manchmal dabei erwischt. Aber man neigt natürlich dazu, beim Helfen sich selber zu verausgaben. Und das wird ein lebenslanger Prozess bleiben bei mir, zugegebenermaßen. Heute bin ich auch nicht die beste Version meiner selbst, aber tatsächlich gehört das zu meinem Leben dazu. Also das muss ich dann einfach akzeptieren. Und das preise ich auch mit ein. Und
tatsächlich ist das ja meine Berufung, die alternativlos ist. Und die ist so wirkmächtig, dass sie auch die private Düsen und den Alltag und so weiter extrem herausfordert, immer wieder. Da will ich auf jeden Fall noch mal im dritten Teil unseres Gesprächs ausführlicher mit dir drüber reden. Was bedeutet denn Aktivismus qua Definition für dich? Aktiv zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Was zu tun. Und ich habe gemerkt, dass das die beste Währung ist gegen Ohnmacht. Also dass wir können ja nicht uns erlauben, im Weltschmerz zu ersticken. Diejenigen, die das können, die kann ich beglückwünschen. Wir können es das Privileg nicht erlauben. Ich finde es immer ganz interessant, dass dann gerade in Europa von Weltschmerz gesprochen wird, wo ich so denke, nee, also ihr müsst jetzt wirklich aktiv werden. Weil es gibt keinen Grund, im Weltschmerz zu verharren, während die anderen sozusagen dafür drangsaliert werden. Das heißt, es muss ja unsere Aufgabe sein, dann aktiv zu werden. Und ich habe auch am eigenen Leibe erfahren, dass die Tat als treibendes Element, wo wir jetzt ja bei Goethe wären, oder auch wenn ich an Kafka denke, der von diesen Treppen redet, die dann entstehen, wenn man anfängt zu gehen, dass das ein Lebensmantra ist bei uns. Und das habe ich auch im Kriegskontext gemerkt. Kein Tag war so schlimm wie die Nacht, bevor ich los bin. Wo mir plötzlich bewusst wurde, an welchem Ort ich bin. Und dann habe ich angefangen zu googeln und zu lesen. Und dann kriegte ich plötzlich Angst. Und habe gedacht, Scheiße, was machst du hier eigentlich? Ich war nicht die coole, abgeklärte Kriegsberichterstatterin. Ich war völlig durcheinander. Und dann am nächsten Tag, als ich den Menschen begegnet bin, kam die Aufgabe. Und weißt du, was noch passiert ist? Die Angst ist verschwunden. Weil plötzlich eine Aufgabe da war. Das heißt, meine Erkenntnis auch aus diesem Kriegskontext ist, dass die Angst größer wird, wenn wir uns ihr nicht stellen. Aber in dem Moment, wo wir ihr begegnen, uns damit konfrontieren, entsteht eine neue Dynamik. Und das ist der Purpose, davon bin ich überzeugt. Und der ist sehr wirkmächtig. Und ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft generell, nicht nur in meinem ganz persönlichen Kontext, wo wir lernen müssen, mit Ängsten umzugehen und dem auch was entgegenzusetzen. Und ich glaube, dass solche Erfahrungen dabei helfen können. Ist dann Aktivismus für dich auch so erstmal ein reiner Akt von Menschlichkeit? Mit Sicherheit nicht, weil, auch wenn das jetzt toll klingen würde, aber das war ja für mich kein Selbstzweck, Menschenrechtsaktivistin zu werden. Mhm. Und in dem Moment, wo es zum Beispiel zum Völkermord kam an meiner Religionsgemeinschaft, war für mich von Anfang an klar, dass mein Volk mit Waffengewalt verteidigt werden muss. Ja. Und es wird bestimmt Menschenrechtsaktivisten geben, die sagen, ich bin Pazifistin. Ich bin dagegen. Diesen Pazifismus konnte ich mir nicht erlauben. Bis heute nicht. Bin ich davon überzeugt, dass Völkermord und Menschenrechtsverletzungen auch verteidigt werden müssen. Und wir leben leider in einer Welt, wo man das dann auch mit Waffengewalt manchmal machen muss. Ja. Und ich war dankbar für die Anti-IS-Koalition. Und dafür, und weißt du, um mich geht's gar nicht, ich war ja nicht betroffen. Ich denke an die IS-Überlebenden, die diesen Moment beschreiben, wo sie von den IS-Mörderbanden zusammengefercht werden in Kocho, wo das Feuer Inferno eröffnet wird und sie hören Flugzeuge und denken, die Amerikaner kommen. Mhm. Aber das war gar nicht so. Obwohl alle die GPS-Daten hatten. Die Menschen wussten, wo die Jesiden waren und haben dabei zugeguckt, wie sie getötet und umgebracht worden sind. Wer bin ich, dann zu einer IS-Überlebenden zu sagen, nö, die Amerikaner sollen nicht kommen und dich retten. Das ist die Form von Diskussion, die mich manchmal ermüdet, auch in Deutschland. Verstehe ich, ja. Wenn dann der Internetaktivismus wieder um sich greift. Ich bin für Frieden, ich bin Humanistin, ich bin Pazifistin, das hört sich fantastisch an. Bin ich auch, würde ich auch gerne in Anspruch nehmen. Dazu gehört aber leider auch, in einer Lebenswirklichkeit, in der wir uns befinden, dass Terror bekämpft werden muss, um Humanismus zuzulassen. Denn was machen wir gegen Enthumanisierung und Entmenschlichung? Lassen wir die walten und schalten? Ich finde schon, dass es unsere Aufgabe ist, dem was entgegenzusetzen. Und zwar grundsätzlich. Da so klar Position zu beziehen, machst du ja auch auf deinen Social-Media-Kanälen, wenn du öffentlich auftrittst, in deinem Podcast auch, Tekkal und Berus. Ich kann mir vorstellen, dass man sich da nicht nur Freunde macht damit, um das jetzt mal so ganz euphemistisch auszudrücken. Ist aber auch nicht mein Ziel gewesen, nie. Ja. Also, wie gehst du mit den Anfeindungen um? Ist ganz interessant. Die Frage stelle ich mir oft im Zusammenhang eher mit meinen Geschwistern und den Menschen, die mich lieben, weil ich mir die Frage stelle, ob ich ihnen zu viel zumute. Ja. Und dabei erwische ich mich manchmal mit einem schlechten Gewissen, weil das, was ich tue, Auswirkungen hat. Auch auf Familienmitglieder, die einfach nur ein schönes Leben wollen. Ich denke an einen Bruder, der sagt, ich bin nicht politisch. Und meine Antwort ist, du kommst aber aus einer politischen Familie. Ja. Und es tut mir trotzdem leid, weil ich will den Weltfrieden nicht zerstören. Und ich musste lernen, zu kämpfen und mich gerade zu machen auf einem Minenfeld. Und das hat auch mit meiner Kindheit, Sozialisation zu tun, mit Grenzerfahrungen in der Schule, weil ich war ja nie Teil der Mehrheit, auch nicht im Migrantenmilieu, war ich ja die falsche Migrantin. Ja. Und insofern glaube ich, dass ich da einfach eine Stärke entwickeln musste, die ich heute auch sinnstiftend einsetze. Und
Ich musste lernen, mit Anfeindungen umzugehen. Es zu lassen ist für mich immer noch schwieriger. Die Fäuste in der Tasche zu ballen, ja, wie Günter Grass sagt, an den Schlägen, an denen wir zugrunde gehen, das ist etwas, was ich schwieriger finde. Und es geht um Eigentreue, es geht darum, einzustehen. Und trotzdem gehört dazu auch, dass man Grenzen definiert. Das musste ich lernen. Also, dass wir auch in einer Zeit leben, wo natürlich, wenn man so auftritt, auch Sicherheitsrisiken entstehen, was bei mir konkret der Fall ist. Und dann kommt schon manchmal die Frage, für welchen Preis düsen? Und hättest du es nicht einfacher haben können im Leben? Und die Antwort lautet nein. Aber ich wünsche mir manchmal ein Prinzessinnenleben. Also ich denke schon, warum hast du dich nicht einfach für was anderes entschieden? Du hast ja die Kompetenzen, du hast das Glück gehabt, du hast die Netzwerke, du hast die Verbindung zu Menschen. Ich hätte in ganz anderen Bereichen auch meinen Weg machen können. Aber es kommt immer dieser Aktivismus dazwischen. Ich kann nichts dafür. Hast du das als Lebensaufgabe inzwischen akzeptiert? Ja, ich habe es umarmt und angenommen. Und ich glaube, das macht es auch so authentisch tatsächlich. Ja. Und ich glaube schon, dass wir auch in einer Gesellschaft leben. Und das zeigt mir auch die Liebe der Menschen. Neben dem Hass, die für mich immer überwiegt, auch in meinem Herzen, dass die Leute sagen, wir wollen uns verhalten. Auch mit dem, was wir gelernt haben und auch mit dem Frieden, den wir haben, möchten wir eine sinnstiftende Aufgabe übernehmen. Und damit sind wir auch zu einem Sehnsuchtsort geworden, weil die Menschen, und davon bin ich überzeugt, mehr machen wollen als das, was über, also das, was sozusagen für sie geeignet ist. Also mein Haus, mein Konto und so weiter. Es geht um den inneren Reichtum, glaube ich. Und der hat sehr viel damit zu tun, was wir für andere tun. Mhm. Weil das Wort jetzt schon des Öfteren fiel. Ich wollte mit dir auf jeden Fall auch noch über die ja sehr traditionsreiche Religionsgemeinschaft der Jesiden sprechen. Wie wird denn dein Engagement und dein Lebensstil da wahrgenommen? Ambivalent. Mhm. Also es war natürlich, also die Leute von draußen denken immer, die Jesiden müssen dich doch über alles lieben. Du hast da so viel getan für die Jesiden. Ja, so der erste Reflex, ja. Genau. Aber die Wahrheit ist, dass es natürlich nie so ist. Also generell auch nicht, ne, glaube ich. Auch, das gilt ja auch für andere Aktivisten. Denn ich habe ja auch parallel zu der Dokumentierung des Völkermords und Öffentlichmachung auch immer kritisch hinterfragt und habe auch über Prozesse von Zwangsheirat beispielsweise und Unterdrückung berichtet, die nicht allen gepasst haben. Und ich glaube, der Moment, wo auch der ein oder andere Jeside gemerkt hat, ach so, die ist ja gar nicht unsere Pressesprecherin, die ist ja wirklich Journalistin. Hm. Das heißt, ihr hinterfragt uns ja auch, war auf jeden Fall so ein Wake-up-Moment. Und ich glaube, das passiert immer wieder im Leben. Das merke ich auch bei anderen Religionsgruppen gerade oder Peer-Groups und wie auch immer, dass ich eben denke, dass ich ja auch eine Verpflichtung habe meiner Berufung gegenüber und auch einer Glaubwürdigkeit. Also ich kann ja nicht mit dem Finger auf andere zeigen und uns selber verschonen. Ja? Und das habe ich doch nun festgestellt, auch persönlich, dass es nie nur Opfer und nie nur Täter gibt. Also das ist die Welt, die oft verklärt wird und erklärt wird, aber die gibt es ja nicht, schon gar nicht im Kriegskontext. Und trotzdem, und das ist das, worauf ich mich konzentrieren will, gibt es natürlich auch eine große Zustimmung, vor allem, sage ich immer, bei denen, auf die es ankommt. Okay. Ne? Und das sind die jungen Menschen und das sind IS-Überlebende, die wir 2015 begleitet haben, aus dem Irak nach Deutschland. Und das sind heute Akteurinnen, Studentinnen, Buchautorinnen, mit denen wir jetzt im Bundestag saßen und die das Wort ergreifen und sagen, ich möchte Therapeutin werden, weil ich eine deutsche Therapeutin hatte, die mich gerettet hat. Und deswegen will ich was zurückgeben. Und wenn ich das dann sehe, dann sage ich, wir haben irgendwas erreicht. Ja. Ja, und das überwiegt auch. Und das ist auch eine interessante Erfahrung, die ich teilbar machen will. Vielleicht können die Leute da draußen was damit anfangen. Am Anfang wird man ja immer bekämpft, wenn man hinterfragt und kritisiert. Aber irgendwann habe ich die Erfahrung gemacht, wandelt sich das Blatt auch. Dann kommen Leute und sagen, hey, du hast das irgendwie ernst gemeint. Du ziehst es durch bis heute, egal wie der Wind da draußen weht. Also ich habe oft festgestellt, dass Leute sich abwenden und gehen. Dann kommen sie wieder, dann gehen sie wieder, dann kommen sie wieder. Aber das ist sozusagen nicht mein Maßstab meiner Positionierung. Ich meine, dein Engagement hat ja sehr viel mit deiner persönlichen Geschichte zu tun. Wie schaffst du es denn, diese Aufgabe, dieses Engagement, dass du trotzdem Jesidin auch noch bist? Wie kannst du das trennen? Ja, das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Kann man das trennen? Ich muss da immer an Hannah Arendt denken. Ne, dass, wenn du als das angegriffen wirst, was du bist, dann musst du dich auch als das verteidigen, glaube ich. Ne? Und dass ich dieser Tage wieder als Teufelsanbeterin bezeichnet werde, weil ich Kritik übe, zeigt ja, dass ich mich auch als Jesidin verteidigen muss. Und
Das ist das Framing, was IS-Mörderbanden benutzt haben, um uns auszulöschen. Mhm. Weil wir keine Schriftbesitzer sind, weil wir kein heiliges Buch haben. Dass wir eines der ältesten Religionen des mittleren, vorderen Orients sind. Dass wir nie jemanden angegriffen haben. Dass wir nicht konvertieren, auch nicht zwangskonvertieren. Darüber wird natürlich nicht gesprochen. Und insofern glaube ich, dass ich das nicht losgelöst davon betrachten kann, was nicht heißt, dass ich kein kritischer Mensch bin, der hinterfragt und reflektiert. Und das gilt doch für alle Menschen, nicht nur für mich als Jesidin. Bin ich in der Lage, mein Framing zu verlassen und zu hinterfragen? Und ich finde, gerade in einer vernunftbegabten, aufgeklärten Gesellschaft der Aufklärung sollte uns das allen gelingen. Und das ist das, woran wir auch arbeiten, also auch in all unseren Projekten, genau diese Alternativen auch mit anzubieten. Und das heißt nicht, dass ich damit was wegmachen will. Also Religion und Identität ist das eines der identitätsstiftenden Merkmale, die wir haben. Die kann man nicht beiseite schaffen. Wir merken auch in gegenwärtigen Konflikten, dass Identität so festgefahren ist, dass es ganz viel Kraft kostet, das zu hinterfragen, zu challengen, herauszufordern. Auch mit all der Sozialisation, die damit einhergeht. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass meine Religion verhaltensbestimmend ist. Und das finde ich wichtig. Jetzt, wo wir gerade so schön hier sitzen, was kann ich denn so als Diplomkartoffel von der jesidisch-kurdischen Kultur lernen und mitnehmen? Die psychische Widerstandskraft, die Resilienz. Und ich weiß, dass Resilienz zu so einem Inwort verkommen ist. Mhm. Aber im wörtlichen Sinne bedeutet das ja im Grunde genommen, mit unterschiedlichen Beispielen, dass auf der Asche auch von Entmenschlichung, Völkermord plötzlich doch was wächst. Wie eine Pflanze auf einem Boden, was geschunden ist beispielsweise, dass die Pflanze trotzdem durchdringt irgendwie. Und das ist das, wie wir auch unsere Arbeit begreifen. Ein wichtiges Mission Statement unserer Arbeit ist, auf der Asche des Völkermords Leben, Hoffnung, Liebe bauen. Das, jeden Morgen, wenn wir aufstehen, versuchen wir genau das. Und das ist etwas, was man von unserer Religionsgemeinschaft lernen kann, weil wir verfolgt werden, seitdem es uns gibt, und wir sind immer noch da. Es gibt uns immer noch. Und wir heilen aus der Wunde. Das ist wieder, ne, da sind wir bei C.D. Jung, aber wir heilen aus dem Schmerz. Und das kann man lernen, dass man sich was trauen kann, dass man das überlebt. Also, dass man viel mehr überlebt, als man glaubt. Und dass man eher zugrunde geht an dem, was man sich nicht traut. Das kann man von uns lernen, glaube ich. Nehme ich gerne mit. Ja. Vielen Dank, Düzen. Gerne. Danke an euch fürs Zugucken bis hierhin. Ihr seid natürlich auch gerne eingeladen, den Teil 2, 3 und 4 unseres Gesprächs zu gucken. In diesem Sinne, bis gleich.